Hallihallöchen, meine lieben Freunde, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Wir sind jetzt nun endlich im Donnertempel angekommen. Und hier steht uns jetzt der nächste Dungeon, der vorletzte Dungeon, und jetzt kurz bevor. Denn hier wird es jetzt richtig ernst. Ich gehe jetzt mal direkt dort rein. Und versuchen schon mal, den ersten Generator zu aktivieren. Der aber nicht so schwer ist. Damit haben wir jetzt den ersten Schalter mal aktiviert. Dies ist also einer der Energiespeicher. Er scheint genug von meinen Blitzen aufgenommen zu haben. Gut, noch drei. Na, der war ziemlich easy zu finden. Weil so leicht zu übersehen ist er natürlich nicht, der erste. Der zweite befindet sich ja genau im nächsten Stockwerk. E1. Okay, was haben wir hier? Oha. Oh nein. Ein Auftritt. Auftritt dich. Was ist das? Bitte. Wir haben jetzt schon die schwierigste Zeit jetzt hinter uns gebracht. Jetzt mein Schwert jetzt mal hinüber, aber egal. Ah, das ist mal sehr gut. Mehr Bögen, mehr Erfolg. Und da ist der nächste. Und die Frage ist jetzt, wie kommen wir da rein? Ich habe das Gefühl, da müssen wir da runterfliegen. Das ist wahrscheinlich der letzte. Gott sei Dank ist jetzt keine Hitze mehr hier. Yay. Eigentlich keinen Leiden mehr von Link mehr zu hören. Aber gut. Wir jetzt mal versuchen, jetzt mal weiter zu schaffen. Sehr gut. Nochmal mehr von diesen Dingens hier. Ist da etwas? Nee. Nur kurz nachgecheckt, aber so wie es aussieht, eher doch nicht. Das wird jetzt wahrscheinlich der letzte sein, was hier unten ist. Aber ich glaube, den Dungeon werden wir jetzt schon noch locker schaffen, glaube ich. Weil ich glaube, der Wasser-Dungeon war piss einfach. Der Windtempel war ja mittlerweile ganz okay. Nochmal einen Bernstein haben wir hier gefunden. Und noch ein Holzpfeil. Und ich sehe hier, was du nicht siehst, und das ist ein Schalter hier drüben. Sieh dich hier gut um, Link. Ja, sorry Leute, dass ihr jetzt seht, immer ein bisschen den Wonderboy Anniversary Collection hier an der Seite. Müssen wir kurz deaktivieren, dann gleich den
Online-Modus bei mir. Ja, mehr Bögen, mehr Glück haben wir jetzt. Das scheint jetzt eher eine Art Rätsel zu sein. Irgendwo müsste hier ein Licht sein. Moment, da sehe ich was. Das sehen wir jetzt ganz genau. Hier ist eine Art Spiegel, den wir haben. Den wir gerade gesammelt haben. Ist noch etwas zum Rausziehen hier? Nee. Warte mal. Wieder so eine Art Rätsel. Da müssen wir dann irgendwie... Jetzt kommt dieses Rätsel wieder. Oh nein. So, mal überlegen. Jeden Strahl auf den lichtempfindlichen Schalter über den Tor. Um es zu öffnen, dahinter befindet sich eine lange Treppe. Okay. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert. Geht's noch weiter nach oben, oder? Hallo? Hallo? Warte. Da gibt es noch einen weiteren. Ich habe noch einen weiteren bekommen, oder? Okay, das Licht ist jetzt mal da draußen geleuchtet worden. Nur ich muss jetzt ein bisschen
fixieren. So. Das wird jetzt ein Beispiel gelöst haben. Okay. Ich glaube, jetzt machen wir einen kleinen Fortschritt hier. Ganz hat sich gereicht, aber okay, wir sind jetzt knapp dabei. Gehen wir mal kurz nach oben. Ich glaube, da müssen wir da irgendwo diese Spiegel da rumschieben jetzt, um es richtig zu treffen. Perfekt. Da scheint eine Treppe. Okay. Raum der Darbringung. Muss jetzt dann der zweite Sache hier sein. Oh nein. Viele von diesen Wächtern sind hier. Oh Mann, ist ja dir doch eine ganze Armee voller Wichser hier. Keine Feuerbrucht mehr. Rijo, wo bist du? Okay, müssen wir uns mal fokussieren jetzt schnell. Wo ist die Funkelfrucht? Windstoß hat ja auch irgendwas gereicht, aber wo bist du jetzt, Rijo? Und Double Kill, nice. Ah, ich muss jetzt diese Kerne auch erledigen, die respawnen sich wieder. Dein Bogen.
Hauptsache sind jetzt die Wächter jetzt mal los. Aber das Licht schallt, das mag er nicht anscheinend. Ja, super, ich habe jetzt fast keinen Bogen mehr. Und so Bogen jetzt nochmal. Aua! Ratte. So, runter mit dir. Feigling. Aua. So, jetzt ist Ende im Gelände. Wir müssen den Spiegel finden. Wo war er nochmal? Der war genau hier irgendwo. Ich freue mich jetzt irrsinnig gar nicht auf den Dungeon, ehrlich. Ich kann ihn nicht hochgreifen. Das ist was Neues. Sorry, dass ich jetzt nicht so viel rede, weil ich muss jetzt ein bisschen fokussieren. Wir können auch so hochsteigen. Echt Dödel. Da können wir jetzt mal eine Sache hier machen. Ich habe eine Idee. Wir haben noch diese Spiegeln. Erinnert ihr euch noch? Ja. Wir haben mal eins raus.
Ja, bitte. Ich müsste jetzt der... jetzt schon der nächste Energiekasten draußen sein. Die Katze bald aus dem Sack kommen. Riju, wo bist du? Riju? Ah, du bist... Warum spawnst du immer hinter mir? Und zack. Fertig. Ja, zweite Energiekern haben wir schon nochmal erledigt. Zwei Stück noch, Link. Los, keine Müdigkeit schüren, ja. Wir werden keine Müdigkeit schüren. So, der nächste müsste jetzt dann oben sein. Im dritten Obergeschoss. Vielleicht brauchen wir jetzt mal einen Spiegel mit einem Schild ausrüsten. Ist mir gerade eingefallen. Machen wir eine Synthese hier. Da haben wir jetzt mal ein Spiegelschild. Wie bei Ocarina of Time. In guten alten Zeiten. Jetzt einmal das Licht umgelenkt werden. Das hat nichts gebracht. Das bringt nichts. Moment. So, dann werden wir mal das jetzt mal versuchen, hier rüber zu schieben. Da müsste jetzt noch ein Spiegel sein, glaube ich mal zumindest. Rolin, wo bist du? Ja, du bist echt verwirrend. Sag mal. Weg damit kurz. Huck!
Das ist sehr einfach. Entweder müssen wir jetzt mal wirklich... Synthese kurz rückgängig machen. Ich glaube, es war ein Fehler gewesen. Bin mir nicht sicher. Also machen wir jetzt schon Fortschritte hier. Okay. Da ist etwas. Warte, da habe ich noch einen extra Spiegel noch. Nee, das war nicht so, was ich gemeint habe. So, machen wir jetzt mal mit zwei Spiegeln. Und mal tricksen. Komm. Nicht ganz ausreichend. Ich glaube, ich habe es verhunzelt. So ein Dreck. Mann, oh Mann. Warte. Nein.
Na toll. Jetzt verhandelt, versemmelt den Scheiß, das darf doch nicht wahr sein. Bitte nicht, bitte nicht, boah, bitte nein. Bitte nicht, boah, bitte nicht. Das ist nicht euer Ernst. Fast geschafft, aber ich wäre feiner dran. Okay. Noch ist eine Chance. Komm schon. Ich kann nicht mal sehen, wenn diese Kamera so niedrig ist. Scheiß Kamerasteuerung. Die Scheiße, Mann, diese Kacksteuerung. So funktioniert die Kombination. Ah, noch nicht ganz. Och Mann. Oh Leute, ey. Die Spielentwickler habt echt gelitten. Kamera jetzt nur ein bisschen runtergehen würde. Warte, 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 warte. Ich will jetzt die Niederlage nicht annehmen. Kamera nur ein bisschen niedriger wäre. Irgendwas gehört habe, ich weiß nicht was. Ich kann mich mal sehen. Fucking sehen hier. Das ist ein Dreckslevel. Mein Gott, das ist ein Scheißlevel. Kannst du mal zurückgehen? Bist du Spiegel? Presse.